glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir mehr testen, also dass wir mehr Tests haben, um die Infizierten zu identifizieren, dass wir vor allem auch jetzt mehr Tests bekommen, um feststellen zu können, welche Personen die Infektion überstanden haben, also auch immunisiert sind. Und das Dritte, das ist ja gerade auch angesprochen worden, das Thema bei den Menschen, wo wir das alles noch nicht wissen, die aber mit Kontaktpersonen in Zusammenhang gekommen sind, ist natürlich die Frage, mit welcher Form freiwilliger Apps, wir sehen ja, die Leute sind sehr vernünftig, es möglich ist, die Kontaktpersonen zu identifizieren, um auch die testen zu können.